Wie lief es eigentlich beim Eurovision Song Contest? Kurz vor dem ESC hatten die deutschen Musiker erklärt, sie würden sich wünschen, dass alle Länder unter neutraler Flagge auftreten. Ja, welche Flagge ist denn neutral? Die, die ihr benutzt habt, oder was? Und dies ein Musikwettbewerb ohne Nation wäre, denn Grenzen seien sowieso alle Menschen gemacht. Also hier handelt es sich um linksprogressive ideologische Hardliner, die denken, sie könnten hier was für uns reißen, während sie den anderen Ländern, die mitmachen, aberkennen, dass sie überhaupt Nationen sind, weil ist ja menschengemacht. Stimmt nicht. Damit macht man sich natürlich schon besonders beliebt am Anfang. Da hätte man ja direkt auch einfach eine Punkband aus dem Antifa-Jugendzentrum hinschicken können, die würden wahrscheinlich dasselbe sagen. Dieses übersteigerte identitätspolitische Selbstbewusstsein hat uns aber nur zu einer Sache verholfen. Wir sind Letzter geworden. Wir haben also unsere Platzierung vom letzten Mal oder vorletzten Mal, wo wir Vorletzter waren, zum letzten Platz gesteigert. Wunderbar.